So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof, beziehungsweise zum Busbahnhof. Beziehungsweise eigentlich sind wir sogar schon da. Pupsi ist auch da, ist aber zu Hause geblieben. Langsam denken die Leute, ich bilde mir die ein, die gibt's gar nicht. Bei mir ist immer noch Donnerstag, das Halloween-Event hat begonnen. Wir haben vorhin einen Raid gemacht mit Mega Barnett. Jetzt wollen wir noch Giratina machen. In der, ich glaube, Wandelform ist das. Die Dicke mit den Beinen auf jeden Fall. Die wollen wir jetzt noch machen im Community Raid. Den werdet ihr dann aber erst am Freitag sehen, damit nicht zwei Videos an einem Tag kommen. Und Giratina Raids gibt es auch am Sonntag ab 10 Uhr oder so. Wer noch was braucht, Shiny Bonbons, 100er, kommt rein. Ich melde mich gleich nochmal, denn ich muss noch was entwickeln, fällt mir ein, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Und das auch gleich. So, ich stehe jetzt irgendwas zwischen Busbahnhof und Bahnhof. Hier ist eigentlich der Bahnhof, hier ist der Busbahnhof, da ist ein Wasserturm, da kommt der Zug. Und hier habt ihr wieder überall Laub. Wir nennen es mal Laub, ne? Ist mittlerweile sogar schon ein bisschen getrocknet. Ihr steht jetzt erstmal hier auf diesem Postkasten. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen bleiben kann. Mal gucken, wie es aussieht. Ich stelle euch mal kurz hier drauf. Naja, sieht komisch aus. So, weil wir müssen auf die Seite. So ist richtig genial. So haben wir wenigstens, ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn ihr so rumsteht, ist alles dunkel. Man sieht gar nichts, außer ein super geniales Gebäude hinter mir. So rum ist schon ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich bleibe einfach so rumstehen jetzt. So, ein was muss ich nämlich noch machen, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe. Und zwar, die Bildaufnahme ist noch nicht gestartet, die muss ich noch anmachen. Bildschirmaufnahme läuft. Ein was habe ich die ganze Zeit vergessen, und zwar, wenn ich hier, ihr seht die Arena, da vorne ist schon das Giratina an der roten Arena, hier sitzen wieder überall Geister rum und so Zeug. Wenn wir hier rüber gehen auf Spezial, haben wir nicht nur die Halloween-Quest, wir haben auch ein kosmischer Kumpane, was ihr schon lange habt, entwickelt einen Cosmog. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, ich wollte das in irgendeinem Video mal machen, ich habe das immer wieder vergessen. Jetzt beim Giratina-Raid möchte ich das fix machen, möchte meinen Cosmog entwickeln. 25 Bonbons braucht man dafür, ist auch ein neuer Pokédex-Eintrag für mich. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht, dann lese ich euch auch gleich vor, wen wir heute alles einladen zum Giratina Community Raid, was natürlich shiny sein kann. Theoretisch könnt ihr auch die gleichen Konter nehmen wie bei Mega Barnett. Nehmt Unlicht, nehmt Geist, nehmt alles andere. Cosmowurm, hey, das sieht ja richtig genial aus, nicht? Sieht einfach aus wie irgendein Anstecker, den man sich nimmt. 329 WP, okay, Power Up auf 867. Wie es mit der Forschung weitergeht, ob man das dann noch zu Lunala oder Solgaleo machen kann, sehen wir später. Die IV waren, glaube ich, auch nicht so krass. Hat zwei Sterne, wenigstens. Jetzt haben wir hier die Seite nämlich abgeschlossen und können hier endlich weitergehen, dass ich die Forschung mit dem Cosmog weitermachen kann. Wenn es überhaupt noch weiter geht gerade. Vielleicht ist die auch schon fertig. Müssen wir kurz durchdrücken. Nee, das sind sogar noch. Schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab, verwende 10 Power-Ups, laufe 5 Kilometer. So. Ihr seid bestimmt schon fertig damit. Habt ihr euer entwickelt? Warum auch nicht? Man kriegt ja später eh noch mehr Cosmog, hieß es. Vielleicht aus Elite-Raids, vielleicht aus was anderen. Und jetzt wollen wir mal kurz hier reingucken auf YouTube, wo ich den Community-Raid gepostet habe. Wen wir alles mitnehmen, wen wir alles einladen. Wenn ihr hier guckt, seht ihr auch, vor 36 Minuten Shiny Mega Barnett Community Raid plus Konda. Hat richtig gut geklappt, hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte durch die 250 Energie gleich das männliche und das weibliche entwickeln, also ein 100er und ein Shiny. Das war genial. 14.15 Uhr ist jetzt hier der Giratina Raid angesetzt. Und wen haben wir alles dabei? Wen müssen wir einladen? Wir haben Pokehunter, wir haben Henry Nikki, wir haben Mann des Meeres, Blood and Tears, Carsten. Plus Miku, Lucky Loris, Dipper Pines, Niklas Rippe und Oliver. Heiko ist leider zu spät, bei Oliver ist Schluss, dann sind 10 Leute voll, aber ich glaube, zu dem Raid werde ich mich da vorne irgendwo auf eine Bank setzen, dass es nochmal gemütlicher ist, weil hier sieht es trotzdem irgendwie komisch aus. Wir melden uns also gleich zurück. Ich muss jetzt fix die Leute adden und beschriften, wen ich alles einlade. Und dann gucken wir mal, ob es ein gutes Giratina ist, ob es ein schlechtes ist. Ich brauche eigentlich gar keins mehr.
wenn wir hier gucken, wir haben hier das mit Beinen 100% auf Level 50. Vielleicht können wir mit einer Top-Lade-TM irgendwann noch was ändern. Wir haben auch das Fliegende als Shiny Lucky 100% Level 50. Vielleicht auch hier noch was ändern, obwohl das nehme ich ja eigentlich immer für GBL. Ich weiß nicht, ob die Attacke nur für Raids gut ist oder auch für GBL. Wir raiden einfach mal und gucken dann, was bei rauskommt. So, da sind wir zurück. Gleich geht der Raid los. Ich habe mich jetzt hier an diese Bank gesetzt, nicht auf diese Bank. Hier ist nämlich eine Bank. Und da habe ich mich jetzt richtig pennermäßig im Schneidersitz so davor gesetzt. Seht ihr auch, wenn man so zurückgeht, hier, da ist diese Bank. Da kann man noch Sport machen. Kann immer so vor, zurück, hoch und alles. Ich habe wieder mein blaues Brettchen dabei. Euch stelle ich jetzt hier oben mal hin. Auf diese Bank, wo andere sitzen würden, so dass ihr das hier ein bisschen seht. Blaues Tablet, IKEA Tablet Halter Dings immer am Start. Es ist 14. Wir drücken schon mal die Arena an. Machen es hier mal ein bisschen leiser, der schreit uns sonst zu sehr ins Ohr. Der zweite freie Pass auch für heute, weil wir gehen es ja gemütlich an. Wie gesagt, ich brauche eigentlich gar nichts mehr mit Giratina, aber der Community Raid muss sein. Wir gehen mal drauf, machen wieder eine private Gruppe. Haben dann grün brennt grün und laden ein erstmal auf dem kleinen. Der ist nämlich immer komplizierter, da muss man so viel Kraft aufwenden zum draufdrücken. Dipper Pines, Lucky Loris, Mann des Meeres, Niklas Rippe und der Olle war. Und hier drüben ganz leicht antippen, mittlerweile habe ich es raus. Pokehunter, Blood and Tears, Carsten, Henry, Niki und Miku. Das sind alle 10, die jetzt eingeladen sind. Wunderbar. Was sehe ich, Konda? Ja gut, ihr könnt auch natürlich, ihr könnt auch Drachen nehmen gegen Drachen. Das ist ja Typ Geist und Drache. Das heißt, ihr könnt Drachen-Konda nehmen. Rayquaza, Pudalanda sieht man hier. Ihr habt Palkia hier am Start. Das sind jetzt nicht die krassesten Drachen. Also Palkia, da könnt ihr auch Dialga nehmen oder sowas. Du kannst Mega Gengar nehmen, wieder um in die Geist-Moves reinzugehen. Du kannst Unlicht nehmen, deswegen hier auch Hundemon. Hundemon, Darkrai, sowas. Despotar würde vielleicht auch wieder gehen. Man weiß es nicht genau. Probiert es euch aus. Giratina hat eigentlich viele Schwächen. Es gibt viele Pokémon, die man nehmen kann. Hier drüben hat es zum Beispiel Mamutel. Wegen Eis, gegen Drache, Dragoran, Knackrack hat es dabei. Ich hoffe, die Knackracks hier drüben. Ah, ich muss für den Raid auf dem kleinen Account muss ich 6 verschiedene Pokémon nehmen. Moment, ich gebe mal kurz Drache ein. Und guck mal ganz kurz, ob ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. Ich habe hier nämlich für das Level-Up immer noch die Aufgabe, dass ich 30 Raids machen muss, bei dem jedes Pokémon eine andere Art ist. Das werdet ihr nicht sehen, deswegen habe ich jetzt einfach 6 verschiedene Pokémon ausgewählt. Es muss kein anderer Typ sein, es muss eine andere Art sein. Das heißt, es können 6 Drachen sein, aber es müssen halt 6 unterschiedliche Drachen sein und dann passt das auch. Wir haben gestern erst die Frage gehabt im Fanchat, da haben wir das auch nochmal erklärt, dass das nicht so extrem kompliziert ist, das reicht so. 6 verschiedene Pokémon, dann ist das Ding im Kasten. Wir hatten auch die Aufgabe bei dem Mega Barnett Raid mit 1500er Pokémon. Na gut, da war die Art egal. Da hättet ihr auch 6-mal das gleiche nehmen können, Hauptsache 1500. Ich habe das aber gleich versucht zu kombinieren. WP vom 100er kann ich euch gerade nicht sagen. Sobald die ersten Infografiken auftauchen von Mega Barnett, werde ich das in den Community Post posten. Und werde natürlich auch Giratina in den Community Post posten. Normal war es immer so, dass pünktlich, wenn das Event losging, um 10 überall die Grafiken rumgeflogen sind, die geteilt wurden. Heute war nichts da. Eine Grafik wurde gepostet, die sah aber komisch aus. Wie gesagt, die war sehr länglich und sah sehr kindisch aus. Die habe ich rausgelassen. Aber hier, das ist ja nicht das erste Mal da. Ich glaube, Giratina, gut, Giratina, wenn ich gegoogelt hätte, jetzt hätte ich eine alte Grafik gefunden, die immer noch aktuell ist. Aber ich habe es gern, wenn die den aktuellsten Stand nehmen, den aktuellsten Kryptos, den aktuellsten Megas, die man nehmen kann. Aber so extrem viel hat sich da vielleicht nicht geändert. Wir schauen mal, ob jetzt ein Shiny dabei ist. Auch innerhalb von 75 Sekunden oder so das Ding gemacht. Ich glaube, den könnte man auch zu zweit schaffen. Das ist halt eher die GBL-Variante hier mit den Beinen.
Das andere ist Early Raid und GBL-Variante mit den Flügeln. Wir drücken mal durch. Gucken mal wieder, wer auf die Liste gekommen ist. Mann des Meeres, Gigant. Mann des Meeres, Gigant hat das größte Pokémon. Miku, Raid Kumpel, hat den Kumpel zum Kampf mitgebracht. Carsten, Starläufer, Blood and Tears, Reisender und Lucky Loris, letzter Angriff. Wir drücken hier drüben auch mal durch. Gucken nach den WP, ob es ein Shiny gibt. Shiny ist nicht da. 1885, ich glaube 1935, 1931, irgendwas über 19 müsste es auf jeden Fall sein. 19 Bälle haben wir hier, 19 Bälle haben wir da. Auch kein Shiny. 1868, gut, der ist schlechter als der erste. Das stellen wir hier rüber. Und jetzt gucken wir mal wegen Fangen. Goldene Beere nehmen, wir können den Kreis einstellen. Ihr haltet den also hin, bis er relativ klein ist. Dann wartet ihr natürlich wieder auf den Angriff. Gefühlt hat man von Legendären mehr Respekt als von Mega Raids, weil die sind gefühlt ja dann irgendwie Stufe 3er, wenn die geschrumpft sind. Da haut man einfach drauf. Hier will man trotzdem unbedingt, dass der drin bleibt, weil der Kreis meistens immer noch knüppelrot ist. So, schön, dass er rausgekommen ist, denn ich habe gesehen, der Kreis ist, glaube ich, eh noch viel zu hoch. Ich stelle den mal so durchs Curven ein. Der hat jetzt, glaube ich, die richtige Größe für einfach fabelhaft. Jetzt müssen wir nur noch richtig timen, dass wir nicht zu früh, nicht zu spät werfen und vor allem, dass wir überhaupt mal treffen, ja? Das ist, glaube ich, auch wichtig, mal zu treffen. Ist jetzt aber nämlich noch nicht getroffen. Sind das die bösen Onkels? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Freiwild. Gefühlt gibt es nur zwei Bands auf der ganzen Welt, böse Onkels und Freiwild, die solche Musik machen. Die Richtung war schon gut, war noch ein bisschen zu lasch. Der muss noch mit ein bisschen mehr Druck kommen, dass der weiter fliegt. Aber ich glaube, der Kreis dürfte trotzdem passen. Komm, jetzt lass mich hier nicht so stehen. So, ah, immer noch nicht. Er muss immer noch ein Stück weiter hoch. Wichtig ist, nicht blöd rumcurven die ganze Zeit, sondern lass den Kreis wirklich eingestellt, wie er ist. Wenn ich jetzt curve, verstellt sich der Kreis, also curve ich nicht. Und der war zu weit oben. Der war drüber. Das wird nichts. Da müssen wir wieder ein bisschen Power zurücknehmen, wieder ein bisschen nach außen raus. Normal wirft man eigentlich auch im Stehen und nicht so verkrüppelt wie ich. So, Stück nach links, war zu weit links, war wieder zu weit unten, war wieder zu schwach. Ich merke schon, das ist nicht mein Tag. Jetzt, perfekt, einfach fabelhaft. Und jetzt, wenn wir einmal den Dreh raus haben, muss auch jeder Ball danach sitzen. Wenn nicht, muss ich einen Shiny verschicken. Ich habe ja noch 11 Versuche. So. Und... greife an. Er hat auf jeden Fall richtig tolle rote Augen, muss ich schon sagen. Einfach fabelhaft, das Shiny ist gerettet. Jetzt muss er nur noch drin bleiben. Er ist nochmal rausgekommen, wir warten aber wieder, wir sind gespannt, wir warten. Wir haben keinen Stress, wir haben Zeit, das muss spannend sein. Hier ist er wieder. Wir curven, wir werfen einfach fabelhaft. Ich habe euch die ganze Zeit veräppelt, seht ihr das? Der Ramses, der kann das, wenn er möchte. So, weiterhin, wenn ich nicht treffe, einfach fabelhaft. Das nächste Mal, wenn ich daneben werfe, verschicke ich einen Shiny. Okay, gut. Okay. Wieder einfach fabelhaft. Shiny ist gerettet, wieder mal weiter. Bleib jetzt drin. Er kommt wieder raus. Ich glaube, er will es diesmal wirklich spannend machen. So, er greift wieder an. Wir curven wieder einfach fabelhaft. Wie ein Vater guckt er das an und er kommt wieder raus. Ich habe immer noch 7 Versuche, 7 Bälle. Wieder einfach fabelhaft. Lande 6 gute Würfe, 6 von 49. Das klingt fast wie die Lottozahlen. Ich glaube, das sind die Lottozahlen, ja. 6 aus 49. Gira. Nochmal einfach fabelhaft. Also wer das nicht kennt, das ist der Fangtrick. Nicht der Schnellfangtrick, aber der Fangtrick, wie man eigentlich so gut wie immer einfach fabelhaft trifft. Da war es jetzt zu spät, der Ball hat noch in der Versenkung gehangen. Da habe ich jetzt lieber nicht gecurved. Ich habe gewartet, bis er nochmal angreift. 8 von 49 Würfen, okay. 1, 2, er kommt wieder raus. Noch 4 Versuche.
Obwohl, wenn der flieht, ist egal. Hauptsache einfach... Das war nicht einfach fabelhaft. Das heißt, wir müssen gleich einen Shiny verschicken. Wir müssen uns aber trotzdem beim Rest noch Mühe geben. Ich möchte nicht, dass der jetzt abhaut. Ich will den ja trotzdem einfach mal bewerten, dass ihr so seht, wie der ungefähr die IV hat. Eins, zwei. Er kommt wieder raus. Noch zwei Versuche. Taranos hat geschrieben, meins war Shiny. Das ist also Mann des Meeres gewesen. Glückwunsch an Mann des Meeres. Zum Glück haben wir so lange gebraucht, um dieses Giratina hier abzuwerfen. So wissen wir schon, dass Mann des Meeres ein Shiny hat. Letzter Ball, nochmal einfach fabelhaft. Und während er ein Shiny hat, muss ich ein Shiny verschicken. Und er ist drin. Beim letzten Ball, wenn das nicht direkt ausbricht, sondern der Ball auch nur einmal wackelt, wisst ihr schon, er ist drin. Das sind auch so ganz Kleinigkeiten, die man sich aneignen kann. Wir werden das jetzt kurz. Hildburghausen mit Schemenkraft, 140 im Ganzen. Ich glaube echt, da ist... Schemenkraft? Ich glaube echt, da sind die anderen Moves trotzdem auch besser. Wir haben das schon bei Lichtel gehabt. Ich gehe mal kurz rein. Ich gucke mal auf zuletzt gefangen, was wir da so als Shiny haben. Oh, zuletzt gefangen, ein Damierplex. Okay, Damierplex. Wir bewerten es mal kurz. 15 Angriff. Velursi würde nicht so schmerzen, aber komm, wir schicken das Damierplex weg, weil wir es verkackt haben. Ich denke mal trotzdem, Spukball ist die bessere Attacke und Schemenkraft braucht man nicht unbedingt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr schon ein Shiny? Habt ihr was Gutes bekommen? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt nochmal an die Bank hängen und vor und zurück. Vor und zurück. Dass die Autos wirklich denken, du bist bekloppt. Oh, und Dipper Pines noch über, Freunde. Ja, kann man wenigstens jetzt weitermachen. Und schön, dass es durch einen Raid gekommen ist. Dann ist es wenigstens noch im Video dabei. Haben wir noch was? Nicht? Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.